Hauptsache, was wir bis jetzt hier in der Halle unter dem Namen PDOC veranstaltet haben. Kommen wir jetzt zu etwas anderem, nämlich zu einem Projekt, was seinen Anfang mal hier in Braunschweig genommen hat, mittlerweile aber tatsächlich, das kann man so sagen, in der Welt zu Hause ist. Wir hatten vor einigen Jahren hier schon mal einen jungen Mann zu Gast, der heißt Carlos. Und der hat mal zusammen mit Klaus Gehlhaar vom Löwenherzstudio etwas gegründet, was sich Reflexion nennt. Der Carlos arbeitet hier zu Hause bis heute in Schulen und Jugendzentren und veranstaltet da Rap-Workshops. Der bringt den Jugendlichen Taktgefühl und Rhythmus bei. Die lernen Rap als musikalisches Ausdrucksmittel für die eigenen Gefühle und vor allen Dingen für den Respekt. Reflexion, der Name des Ganzen, bedeutet im Grunde Rappen mit Köpfchen. Erst denken, dann rappen. Mittlerweile gibt es Reflexion worldwide und Carlos reist regelmäßig in die richtig harten Gegenden in Südamerika. Tatsächlich ist es so, dass er das Ganze mittlerweile allein betreut. Er ist 6 Monate im Jahr in Südamerika, 6 Monate im Jahr in Deutschland. Er arbeitet mit den Kids in Ghettos von Kolumbien, von El Salvador, von Ecuador, um ihnen eine Perspektive zu geben, abseits von Gewalt und von Drogen. Seine Arbeit sorgt dafür, dass sie von der Straße kommen und dass sie durch Musik ihrem Leben eine positive Richtung geben können. Selbstbewusstsein, Freude und damit auch Erfüllung. 2 von den Jungs, mit denen er zusammenarbeitet, die hat er mitgebracht nach Braunschweig. Die haben das erste Mal ihr Land verlassen und sind jetzt heute Abend hier. Meine Damen und Herren, jetzt heißt es Latin meets Hip-Hop aus Quito, Ecuador. Enrique Lisandro Ortiz González und Diego Armando Barriga Ramos mit Carlos. Ich sage, bienvenido a Braunschweig, Reflexión Ecuador. Ja. Si la dejas correr, es condena. No sé que no baila,
Che Guevara. Sentita fa la pista di la candela, quando tu vai da se c'è una pena, se la dejas correr es condena. Coca la la, coca la 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 la, coca la la, coca la 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 la, coca la, coca la 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 la, coca la, coca la. Toda la gente la mano arriba, mano arriba mi gente, toda la gente la mano arriba, toda la gente la mano arriba, toda la gente la mano arriba, rumba, toda la gente la mano arriba, quiero rumba. Lisandro und Diego geben übrigens mittlerweile tatsächlich daheim selber Workshops und sind in ihren Hoods, in ihren Ghettos. Für